Herzlich willkommen beim Eurogamer.de Livestream. Wieder auf Sendung mit mir, Olaf Szymanski, auch bekannt unter dem Nickname Otak. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt jetzt während des Livestreams, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, sonst irgendwas, dann schreibt es rein in den Chat. Ganz egal, ob bei Eurogamer.de und mit dem kostenlosen Account könnt ihr im Live-Chat dann mit mir kommunizieren. Ich lese den Live-Chat alle paar Sekunden. Hey Marius, hey Bandalero. Oder eben bei Twitch, da könnt ihr auch einschalten unter twitch.tv/Eurogamer Germany. Da könnt ihr einschalten. Ihr seht auch unten links hier, da sind einige Verbindungsmöglichkeiten, Social Media und so weiter. Da habt ihr einmal den YouTube-Channel beispielsweise, wo alle möglichen Livestream-Sendungen nachträglich auch aufgezeichnet, gespeichert, archiviert werden. Da habt ihr also jederzeit die Möglichkeit, den Livestream auch nachträglich anzuschauen. Oder über Twitter und Facebook, da bekommt ihr auch mit, wann es wieder zum Livestream geht, wann der Livestream wieder online ist und was so angedacht ist in der Zeit. Heute beschäftigen wir uns mit Cube World. Cube World ist eine Mischung, so nennt, sagt es Wally, der Entwickler selbst. Also Herr Wally ist natürlich sein Nickname, so wie beispielsweise Notch bei dem Spiel Minecraft der Nickname vom Entwickler ist. Eigentlich heißt der gute Mann Wolfram von Funk. Er ist also auch deutscher Staatsbürger, was ganz cool ist, denn man kann wieder sagen, hey, super Sache, mal wieder ein schönes Spiel aus Deutschland, das um die Welt geht. Denn der Wally hat letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, na, vor einigen Tagen zumindest, hat er das Spiel veröffentlicht in der Alpha-Version. Und dafür, dass es eine Alpha-Version ist, gibt es wirklich unglaublich viele Inhalte und es läuft butterweich. Und das Schöne ist eben, dass der Erfolg doch ziemlich groß ist, denn der Ansturm war so gewaltig auf das Spiel, auch durch Berichterstattung hier und da international, dass die Server öfter mal zusammengebrochen sind, dass Wally einfach so ein bisschen überfordert war, beziehungsweise Wallys Technik mit dem Ansturm, damit hätte wohl kaum einer gerechnet. Und so war es dann zum Beispiel, dass Wally sogar den Kauf des Spiels kurzfristig abbrechen musste. Stalking Wolf, du bist im Fernsehen. Magic Markers auch da. Ja, mal gucken, wer noch so kommt. Und jedenfalls, Cube World ist eine Mischung aus Minecraft, Zelda, Secret of Mana, Monster Hunter, Diablo, World of Warcraft. So hat es Wally selbst geschrieben. Eine kleine Prise Minecraft ist vielleicht auch dabei. Allerdings werdet ihr schnell feststellen, dass abgesehen von der Grafik, die auf den ersten Blick so ein bisschen diese Minecraft-Parallelen vermitteln, nicht viel von Minecraft zu sehen ist. Denn es ist wirklich nur so, diese Klötzchen-Optik basierend auf der Voxel-Engine. Es ist nämlich keine Polygon-Grafik, die wir da zu sehen bekommen, sondern Voxel-Grafik. Ich kann euch leider jetzt ganz genau den Zusammenhang, die technischen Zusammenhänge bei Voxel-Grafik kann ich euch schlecht erklären. Es ist nur ungefähr so, ich kann mal was in den Raum hineinwerfen, es funktioniert einfach anders. Es funktioniert einfach anders als 3D-Polygontechnik. Es ist CPU-lastiger beispielsweise. Und wenn wir uns an früher erinnern, dann kommen uns da vielleicht einige Voxel-Titel in den Kopf, wie Comanche beispielsweise oder Delta Force, die Shooter-Reihe von Novalogic. Voxel-Grafik, ja, war damals sehr, sehr Hardware-ressourcend, fressend und sehr anstrengend für euren Rechner. Hatte aber auch teilweise ziemlich schöne Grafik zu bieten. Es war so ein bisschen weicher, was eben an der Optik liegt. Aber nun ja, das könnt ihr sicherlich auch bei Google durchlesen, nachgucken, was genau Voxel-Grafik bedeutet. Wollen wir uns nicht länger damit mit der Technik aufhalten, sondern zum Spiel direkt übergehen. So. Achso, übrigens, ich werde es später nochmal sagen, aber das Spiel bekommt ihr über picroma.com/cubeworld. Einfach nach picroma oder nach cubeworld direkt suchen, dann müsste eigentlich oben, ganz oben die Homepage das erste sein. Das Spiel kostet 15 Euro, ihr bekommt es über PayPal. Wenn ihr einen PayPal-Account habt, man kann das auch, man braucht kein PayPal-Guthaben zu haben, man kann auch irgendwie ein verbundenes Girokonto haben und dann kann man direkt über dieses Konto via PayPal zahlen. Das ist nicht viel, lohnt sich aber doch ziemlich und das werden wir jetzt sehen.
So, leckt da irgendwas? Da leckt nichts, oder? Wenn es irgendwelche, ne, wie immer, wenn es irgendwelche technischen Problemchen gibt, dann sagt Bescheid. Vielleicht kann ich dann den Ton hier lauter regeln vom Spiel, von mir oder wie auch immer. So, da ist also Kurt und mit dem wollen wir einfach mal beginnen. Dann kann ich so ein paar Sachen zeigen. Kurt ist mein Level 3 Goblin Warrior. Es gibt einige Klassen. Ich glaube, momentan sind es vier. Das wären der Warrior, der Rook, der Mage, also der Zauberer. Rook ist der Schurke. Und was fehlt denn noch? Irgendeine Klasse fehlt doch noch. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist völlig egal, denn das werden wir auch noch sehen. Ich zeige euch erstmal so einen kleinen Spieleinstieg anhand von dem Charakter Kurt. Und später werden wir nochmal einen ganz neuen Charakter erstellen. Und immer wenn es irgendwelche. Nein, mit PaySafeCard kannst du leider nicht zahlen, Marius. Kann sicherlich sein, dass das noch nachträglich aktiviert wird, aber bis dahin musst du leider darauf verzichten und dann eben einen PayPal-Account benutzen. So, hier ist es also. Man sieht die wunderbare Voxel-Engine, wie sie sich aufbaut. Vorteil der ganzen Grafik-Engine ist, dass die Sichtweite enorm hoch ist, was man hier noch nicht ganz genau sieht, denn es dauert so ein bisschen, bis die Welt geladen ist. So, größtes Feature des Spiels kann man direkt sagen, ist die unglaublich große Spielwelt. Es ist vielleicht so ähnlich wie bei Minecraft, womit wir noch so eine Parallele hätten, ja? Du hast eine riesige Welt, die auch zufällig generiert wird. Das heißt, jede Welt ist anders. Wie ihr sie erstellt, wenn ihr sie erstellt, ist die Grafik, ist die Welt einmalig bei jedem Spieldurchgang. So, das ist also mein kleiner Kämpfer. Dieser kleine Kämpfer kann auch klettern. Er muss sich kurz ausruhen und dann könnt ihr mit STG, wenn ihr das gedrückt haltet, seid ihr in der Lage, auch solche Berge zu erklimmen. So, da sehen wir auch schön Dura Rock City. Hier befinden wir uns. Auch alles zufallsgeneriert, wie gesagt. So, was kann man hier machen? Es ist eine offene Welt, die uns da zugrunde liegt und ihr stellt einen Charakter, werdet quasi hineingeworfen in das Spiel und dann liegt es im Grunde an euch. Das ist so eine Art Sandbox, Sandkasten, freies Gameplay, das euch erlaubt, alles Mögliche zu machen im Rahmen eines ja, typischen MMORPG-ähnlichen Gameplays. Ihr könnt also leveln, euren Charakter leveln, ihr könnt Fähigkeiten bekommen. Es gibt Crafting sage ich schon, Skill Tree. Dieser Skill Tree ist allerdings nur provisorisch. Er soll später auch ausgebaut werden, dass er komplizierter wird, mit viel mehr Möglichkeiten. Ich spiele einen Warrior, den ich auf Berserker-Modus spiele. Guardian wäre auch möglich gewesen. Berserker trägt normalerweise zwei Waffen. Ein Guardian hält ein Schild in der Hand. Ist ein bisschen blöd. Ich habe ihn auf Berserker eingestellt, trage aber ein Schild, also benutze ein Schild und ein Schwert. Dann haben wir noch hier so einen Skill, der heißt Smash. Ich kann euch das mal zeigen. Also einerseits haben wir hier diesen mit der linken Maustaste diesen normalen Schlag. Mit der rechten pa Maustaste können wir abblocken. Und wenn ich die 1 drücke, dann kommt dieser Smash, dieser Sprung, der alle Gegner im Umkreis stunt. Also betäubt und dann kann ich weiter draufschnetzeln. Ihr merkt schon, dieses Fadenkreuz kommt nicht von ungefähr. Es ist nämlich nicht so, dass ihr euch da irgendwie die ganze Zeit durchtappt. Oh mein Gott, jetzt habe ich da irgendwas weggeworfen. Ich glaube, ich habe einen Trank nach vorne geworfen. Warum auch immer. Kann man das mal? Oh ja. Ach nee, okay. Er hat nur angezeigt, was ich da habe. So, statt also irgendwelche Ziele nach und nach zu tappen und gelangweilt und gähnend da die Casts runterzurattern, geht es hier actionmäßig zur Sache. Das heißt, ihr schlagt direkt, ihr blockt direkt und so weiter. Man kann auch hüpfen und man kann auch dodgen, also so Ausweichrollen machen, solange es die Stamina, also die Ausdauer, zulässt. Da sieht man's. Eine ziemlich coole Sache, die ich vorhin entdeckt habe, beziehungsweise ja, mein kleiner Tipp wurde mir gegeben. Und zwar seid ihr in der Lage, auch Stürze abzudämpfen, ein bisschen Assassin-Style-mäßig, könnt ihr die abdämpfen, wenn ihr kurz vorm Aufprall eine Rolle macht. Und ich will das jetzt einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich drücke mir die Daumen. Wenn ich es verpeile, dann ist Kurt, glaube ich, sofort tot. Jo, es hat geklappt. Normalerweise hätte ich ziemlich viel Energie verloren. Ja, hier ist ein Collie. Und so ein Collie, ein Collie-Hund.
Solche Tiere kommen auch häufig vor. Es gibt sie überall in der ganzen Welt. Hier ist, was haben wir denn da? Hier haben wir noch einen Collie. Da haben wir noch einen Collie. Mensch, das ist ein ganzes Collie-Feld hier. Entscheidend ist allerdings, dass es überall Tiere gibt, so wie das Schaf. Es gibt Dutzende. Es gibt, ich weiß es nicht, es gibt Eichhörnchen. Es gibt bestimmt Biber. Ich habe noch, es war noch kein Biber gesehen. Ameisen. Ich habe hier so eine kleine Liste offen. Es gibt Affen, es gibt Bienen und so weiter und so weiter. Also neben Gegnern gibt es ganz viele dieser Tiere, die auch gezähmt werden können. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, dass wir dieses Collie zähmen. Ich habe noch nie ein Tier gezähmt, aber ich habe von einem Kumpel habe ich einige Petfoods bekommen. So, und wenn ich mir ja das hier so anschaue, dann mögen Collies natürlich, wer weiß das, also Hundekenner wissen das. Collies mögen natürlich Kaugummi. Okay. Warum auch nicht? Kaugummi habe ich auch sogar dabei. So, jetzt rüste ich das mal aus. Ja, und das Collie kommt zu mir und mag es. Sehr schön. Und jetzt folgt mir das Collie. So, ich habe jetzt ein Level 3 Collie hier am Start. Und das Collie wird mir helfen. So, ihr könnt ja alle Sachen finden und grundsätzlich ist das Gameplay ganz bekannt aus irgendwelchen MMOs. Ihr schnetzelt euch durch die Gegend, bekommt Erfahrung. Oben links sieht man es. 35 von 140 habe ich. Wenn ich 140 erreicht habe, dann bekomme ich ein Level up. Dann kann ich also wieder ein paar Skills belegen. Ihr bekommt natürlich auch Item Drops. Das heißt, Gegenstände werden von Gegnern fallen gelassen und dann kriege ich eben. Ja, dieser bestimmte Suchtfaktor kommt eben auf, wie man ihn von allen möglichen MMOs kennt. Von World of Warcraft zum Beispiel, was ja eben auch als Inspiration da war. Moment, was habe ich denn hier eigentlich? Hier ist mein Inventar übrigens. Also ihr seht auch, ich habe einen Iron Sword plus 1. Relativ schmächtige Ausrüstung habe ich, deswegen muss ich die unbedingt verbessern. Ich habe noch einen Ring zusammen und man sieht auch die ganzen Stats mit Crit-Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten und so weiter. Tempo, Speed, hier Chest Armor, alles Mögliche, die gilt es zu verbessern. Es gibt Dungeons, es gibt allerhand Sachen, die es so gibt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wissen wollt, ob es da irgend sowas gibt, dann sagt Bescheid. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal. Was mache ich denn? Ich überlege gerade, habe ich noch ein paar Blumen? Crafting gibt es. Es gibt ein Crafting-System mit, glaube ich, 5, 6 Berufen, die ihr dann benutzen könnt, um euch Ausrüstung zu bauen. Aus Materialien, die ihr findet. Es gibt seltenere Materialien, zum Beispiel wie dieses Ruby Nugget, was auch immer man daraus machen kann. Wasserflaschen habe ich hier. Wenn ich also noch mehr von diesen Hardflowers sammle, dann kann ich einfach Tränke bauen. Mit diesen Tränken, ja, das sind Helftränke. Da bin ich ganz gut gerüstet, gewappnet und kann mich heilen, was ganz gut ist, denn es ist gar nicht mal so ohne. Es ist auch abhängig von der Klasse. Zum Beispiel hat man es sicherlich leichter, wenn man einen Magier nimmt, noch dazu einen, der sich heilen kann. Dann könnt ihr euch nämlich die ganze Zeit selbst heilen und seid auch durch diese Fernangriffe habt ihr es um einiges leichter. Bei mir ist es leider nicht ganz so gut, denn meine Ausrüstung ist nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Wenn ich jetzt I drücke, dann sehe ich links unten Armor Rating. Weapon Rating ist ganz in Ordnung. 87% der aktuellen Stufe sozusagen wird genutzt. 51% Armor Rating ist nicht so gut, denn das bedeutet im Grunde, ich bin nur halb so stark, wie ich eigentlich auf dieser Stufe sein müsste. Das ist ein bisschen blöd. Da hinten sehen wir die Sonne. Es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Wenn ihr in die City geht zum Inn, zu einer Gaststätte, dann könnt ihr die Zeit ein wenig nach vorne laufen lassen. Hier schön durch den roten Namen sichtbar dargestellt. Roter Name bedeutet natürlich, so wie es üblich ist für MMOs, das ist nicht gut. Der Gegner ist über eurem Niveau, über eurem Level. Nee, ich traue mich da am besten gar nicht ran. Wir können ja einfach mal so einen kleinen Kampf hier machen mit so einer. Was ist das? Sind das Radieschen? Nee, Onion Links. Das sind so Zwiebeln.